Hallo, hier ist Heinz Bader von Bader Sales Consulting, www.heinzbader.de und Etikette Blog. Hier wieder einige aktuelle Informationen zum Thema Stil, Business Etikette und gutem Benehmen. Heute, meine sehr geehrten Damen und Herren an den Monitoren, wollen wir uns um zwei Themen kümmern, einmal das Kommen und einmal das Gehen. Sie kennen vielleicht selber die Situation oder haben sich schon mal die Frage gestellt, egal ob jetzt bei einer privaten Gesellschaft oder Einladung oder auch bei einem geschäftlichen Meeting, Vorstellung, Präsentation, wie auch immer, Einladung. Einfach die Frage, wann gehe ich wie auf eine Personengruppe zu und wann begrüße ich jemanden? Also angenommen, Sie sind auf einem Empfang eingeladen und gehen auf eine Gruppe von Gästen zu. Einige davon kennen Sie, andere nicht. Stellt sich die Frage, begrüßen Sie zuerst die Damen und dann die Herren? Oder ich begrüße zuerst die Unbekannten und stelle mich dann selber ihnen vor? Oder dritte Variante, ich begrüße zuerst die, die ich bereits kenne und stelle mich dann den anderen vor. Wie haben Sie es bisher gemacht? Überlegen Sie kurz, denn es macht von der Logik her einen ganz klaren Sinn, dass ich zuerst diejenigen begrüße, die ich kenne, gut kenne oder einfach kenne und stelle mich dann eben den anderen vor. Und wenn es nun um das Nachhausegehen geht, wenn wir bei einer eleganten Veranstaltung oder bei einem eleganten Abendessen eingeladen sind, wann sollten wir dann mit Respekt und mit der entsprechenden Hochachtung den oder dem Gast gegenüber nach Hause gehen? Variante 1, spätestens eine circa halbe Stunde nach dem Digestif oder nach dem Kaffee gereicht wurde. Oder wann immer kann ich will, kann ich nach Hause gehen, nur eben nicht vor dem Hauptgang. Und weil ich bin ja ein Partylöwe und ich halte es ja auch lange aus, bestimmt nicht vor Mitternacht. Um wirklich höflich zu sein und den Gastgebern auch den Respekt, den nötigen Respekt zu zollen und gegenüberzubringen, sollten wir spätestens, egal ob beim Geschäftsessen, Meeting oder auch im privaten Umfeld, ungefähr eine halbe Stunde nach dem Digestif oder Kaffee dann nach Hause gehen.